Hallo und herzlich willkommen zu den Shutter News. Alles, was in der letzten Woche so rund um die Technik passiert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Legen wir los. DJI hat diese Woche wirklich abgeliefert. Sie haben einmal die zwei Gimbals, das DJI Ronin 4 und das DJI Ronin 4 Pro rausgebracht und die neue DJI Avatar 2. Die Gimbals habe ich mir zuerst angeschaut und jetzt auch im Vergleich zu meinem RS3, den ich bereits schon besitze, habe ich die folgende Neuerung festgestellt. Insgesamt soll jetzt wie auch in jeder Generation irgendwie alles ein bisschen besser geworden sein. Die Stabilisationsalgorithmen sollen jetzt nochmal ein bisschen verbessert worden, dass das Ganze jetzt noch stabilisierter ist. Es soll jetzt hochkant Video möglich sein, also man soll jetzt nicht, wenn man jetzt auch ein Cage benutzt bei einer Kamera, nee, man soll es jetzt direkt schon mit diesem Griff einmal hochkant wechseln können. Für mich unnütze, denn ich nutze kein hochkant Video, ich produziere nur YouTube-Videos und dafür ist Querformat eigentlich immer das, was ich nutze. Es gibt noch einen neuen Handgriff, der größer geworden ist, was wiederum bedeutet, dass der Akku auch größer ist, denn in dem Handgriff steckt der Akku drin. Jetzt hat man da längere Akkulaufzeit, hatte ich vorher auch keine Probleme mit, denn ich nutze mein Gimbal jetzt auch nicht so oft und ich lade das einmal auf und ich lade es dann nächsten zwei Monate wieder auf. Da hätte ich jetzt gesagt, hätte man am wenigsten nachbessern müssen. Aber gut, ist auch schön zu sehen. Und es gibt jetzt auch noch einen neuen Switch zum Bedienen der Objektive zum Beispiel. Rechts gab es ja bisher immer diese FPV und diese ganzen Einstellungen zum Einstellen des Gimbals, wie das alles so laufen soll. Jetzt gibt es links noch einen Switch, wo man dann umschalten kann, was dann dieser Joystick machen kann. Wenn man das dann jetzt draufklickt, kann man dann nämlich dann mit dem Joystick dann zum Beispiel ranzoomen. Was dann natürlich aber auch wieder nur mit Zubehör dann möglich ist. Also man braucht wirklich zwanghaft Zubehör, um das Ganze dann nutzen zu können. Und jetzt ist für mich die Frage, lohnt sich überhaupt noch so ein Gimbal, so ein neueres Gimbal? Ist vielleicht der RS3 noch gut genug? Denn so viele Neuerungen hat er jetzt ja sowieso auch nicht, der RS4. Oder ist vielleicht auch sogar gar kein Gimbal nötig und heutzutage kann man alles mit Catalyst Browse stabilisieren. Ist das vielleicht auch eine Möglichkeit? Meiner Meinung nach braucht man den RS4 Gimbal jetzt nicht unbedingt, wenn man jetzt nicht eins von den Features, die jetzt neu sind, unbedingt haben will. Zum Beispiel das Hochkant-Video, das könnte ja für einige wirklich wichtig sein, für Influencer, für TikToker, die wirklich einen Gimbal brauchen mit einer Kamera. Aber alle anderen Features, die jetzt verbessert wurden, sind für mich jetzt nicht so groß. Und ich glaube, man sollte heutzutage lieber zu dem RS3 greifen. Denn der neue RS4 ist jetzt zwar genauso teuer wie der RS3 bei der Veröffentlichung, aber dadurch, dass der RS4 jetzt neuer ist, ist der RS3 günstiger geworden. So kriegt man den RS3 jetzt schon für 431 Euro und den RS4 für 546 Euro auf Idealo. Also nochmal 100 Euro Ersparnis und ich finde, dafür sollte man sich dann lieber den RS3 kaufen. Die Pro-Version kann man damit zusammenfassen, dass jetzt halt ein höheres Gewicht möglich ist. Man kann darauf auch größere Kameras und schwerere Kameras darauf balancieren, auch mit längeren Objektiven. Aber vor allem, dass man da jetzt dann auch die ganzen Zubehör Artikel dann auch wirklich kompatibel sind. Zum Beispiel dieser neue Fokusmotor, der Focus Pro, mit dem man ja jetzt manuelle Objektive, sozusagen Autofokus-Objektiven machen kann. Übrigens, das gab es vorher auch schon. Jetzt ist einfach nur noch eine neuere Version. Und ja, das ist es jetzt eigentlich. Hier ist mein Gimbal. Das hatte ich in letzter Zeit wirklich eigentlich fast gar nicht in Benutzung. Nur jetzt nochmal für die Aufnahmen meines neuen Stativs, womit ich gerade schon filme. Dafür habe ich das ein bisschen benutzt, aber viel jetzt auch nicht. Für zum Beispiel YouTuber, die jetzt YouTube-Kanal haben, ich glaube, da bräuchte man einen Gimbal noch nicht, nur wenn man das wirklich professionell macht. Heutzutage ist das, glaube ich, mit Catalyst Browse einfach günstiger und auch schon wirklich sau gut. Catalyst Browse schafft das wirklich sehr, sehr gut. Oder jetzt halt auch, wenn man eine andere Software benutzen will, einfach Gyroflow. Dafür machen ja auch jetzt gerade wirklich sehr, sehr viele YouTuber Werbung. Da werden wir gleich auch noch genauer zu kommen. Machen wir weiter mit der DJI Avatar 2, also dem Nachfolger von der Avatar 1. Also der FPV-Drohne des Ganzen. Was sind die Neuerungen? Die Drohne hat jetzt einen neuen Sensor bekommen. Der Sensor aus der Action 4, also einen größeren Sensor, der jetzt natürlich auch mehr Licht einlassen kann und besser in Lowlight-Verhältnissen ist. Es gibt die Möglichkeit, in 4:3 aufzunehmen, also den vollen Sensor breiter auszunutzen. Kann man dann auch einfache Hochkant-Videos draus schneiden, wenn man es nötig hat. Die Avatar 1 hatte vorher 3 Zoll Propeller. Jetzt hat das Ganze 3,5 Zoll Propeller und damit ist die Drohne jetzt auch ein bisschen leiser geworden. Und das Einzige, was an YouTuber doof fand, war, dass die Drohne keine 24 FPS shooten kann, nur 30 und 60. Darüber hat er sich beschwert, denn
bei 30, wenn man das dann auf 24 FPS runter macht, dann gibt es immer so ein ganz kleines Ruckeln. Würde mich jetzt nicht stören, das nur mal eben so zur Info. Ich finde die Drohne wirklich sehr attraktiv. Wenn ich in FPV einsteigen würde, würde ich, glaube ich, damit anfangen. Denn ist einfach schön, ist klein. Wenn sie mal irgendwo gegenfliegt, ist die nicht direkt kaputt wie manuelle Drohnen. Und man hat nicht so den ganzen Aufwand, den man noch bei selbstgebauten Drohnen haben muss, mit Selbstlöten und was weiß ich alles. Ist hier schon viel, viel einfacher. Man hat hier einmal diesen Controller hier zum einhändig fliegen. Man kann sich dann auch noch eine richtige Fernbedienung dazu kaufen, um dann auch richtig FPV zu fliegen. Ich persönlich würde mir die ganze Drohne aber wahrscheinlich nicht kaufen, denn mir wäre das wieder ein bisschen zu viel Aufwand. Ich müsste wieder einen Drohnenführerschein machen. Die Drohne wiegt über 250 Gramm. Das heißt, man müsste wieder mehrere Gesetze einhalten, wo ich mich eigentlich gar nicht mit auseinandersetzen möchte. Und ich glaube, für mich wäre dann eine Mavic dann vielleicht schon noch besser, wo man einfach weniger zu tun hätte müssen. Komisch, egal. Klar, ist natürlich was ganz anderes als eine FPV-Drohne. Man hat halt nur diese etwas langsameren Shots. Man kann nicht so diese wirklich durchsachen und durchfliegen. Man hat nicht diese Geschwindigkeit drauf von einer FPV-Drohne. Aber wer dann den Aufwand wirklich betreiben möchte, gut, dem soll das dann machen. Macht es ruhig da, könnt ihr dann auch nichts falsch machen. Für mich wäre es halt nur gesagt, nichts. Blackmagic stellt auch direkt wieder ganz schön viele neue Sachen vor. Wir fangen an mit der Boxkamera, die jetzt auch wirklich auf YouTube schon sehr gehypt wurde. Sie heißt Pixis 6K. Und wie es auch schon im Namen drin steht, kann sie 6K Open Gate aufnehmen. Ist eine Boxkamera mit einem Full-Frame-Sensor. Sie hat die Möglichkeiten, einen EF-Mount, einen L-Mount oder einen PL-Mount direkt dran zu haben, sodass man auch viele Objektive nutzen kann. Damit verbunden ist auch, dass sie auch Autofokus hat. Da wäre ich mal gespannt, denn ich glaube, die Pocket 6K, Pocket 4K Kameras hatten ja eher keinen Autofokus. Bin ich mal gespannt, wie da so der Autofokus sein wird. Und das Ganze soll nur 3000 Euro kosten. Für mich verständlich, denn so gute Framerate hat sie nämlich auch nicht. Sie hat, glaube ich, keine Möglichkeit, in 4K 120 zu schießen. Und dann ist das ja wieder für mich eine ganz normale Kamera. Denn sie hat auch nur 13 Stops Dynamic Range, was einer normalen, spiegellosen Kamera von heutzutage entspricht. Manche YouTuber haben sogar davon gesprochen, dass diese Kamera ihre Red Komodo X ersetzen könnte. Fände ich ein bisschen übertrieben, denn wie gesagt, 13 Stops zu Red Raw, was nochmal viel mehr Stops hat, glaube ich, ersetzt das Ganze nicht. Wer die ganze Framerate und die Dynamic Range nicht haben will, gut, perfekt. Aber dann würde ich heutzutage lieber, auch jetzt vor allem für den Preis von 3000 Euro, lieber zu der Panasonic Lumix S5 Mark II greifen, die das Ganze für 2000 Euro bietet. 4K 60fps zwar im Crop kann, aber auch OpenGate-Sensoraufnahmen ermöglicht, auch in 6K. Und auch momentan einen wirklich super Autofokus hat, dann halt jetzt nicht irgendwie auf ein neues Produkt setzen, was halt jetzt gerade neu rausgekommen ist. Blackmagic hat aber auch noch eine Kamera rausgebracht, eine wirklich totale High-End-Kamera, die 12K Videos aufnehmen kann. 12K, wir sind bei 4K momentan, also habt ihr irgendwas da verpasst, habt ihr einen Schritt übersprungen? Ich kann mir keine Videos auf YouTube in 12K anschauen. Gut, wer es braucht, bitte. Kann man dann sehr schön reinkroppen, ist perfekt auch vielleicht für Tierfotografie, da muss man sich kein Zoom-Objektiv kaufen, man kann einfach so reinkroppen. Ja, ist ganz nett. Diese Kamera hat Hammer-Aufnahmemodi, RAW natürlich, kann 12K 60fps, 12K 60fps muss man sich mal denken, 4K 240, also alles, was man nur sich wünschen kann. Wirklich eine schöne Kamera und das Ganze soll 14.000 Euro kosten. Gut, für eine High-End-Kamera, die wirklich alles kann, ist das dann schon noch okay. Und ich finde, wer dann das Geld hat und wer wirklich in so einem hohen Bereich ist, natürlich kann man sich das einfach so kaufen. Und Blackmagic hat auch eine neue Version von DaVinci Resolve rausgebracht, die Version 19. In der kostenlosen Version, die ich übrigens auch momentan noch nutze, soll das Ganze schneller geworden sein. Also H264 und H265 sollen schneller codiert werden. Das Ganze vor allem auf Windows, auf Apple soll es schon sehr, sehr gut gemacht werden. Also eher auf Windows soll es da eher größere Sprünge geben. Es soll jetzt eine einfachere Version des Audio-Duckins geben. Das heißt, wenn man Musik hinter einer Stimme hat, dass diese Musik dann während den Pausen immer lauter wird. Und das soll man dann jetzt ganz einfach rechts dann in dieser Menüleiste oben einstellen können. Und Audio-Attributs gibt es jetzt auch im Ad-Spector. Das Ganze war für mich immer bisher ein bisschen knifflig, denn ich musste für mein Audio, was ich hier an meinem Mikrofon habe, immer auf die Attributes klicken, von Mono auf Stereo wechseln.
wechseln und dann nochmal die Audioquelle, dann auch noch beides, dann diese eine Audioquelle auswählen. Das Ganze soll jetzt oben rechts im Inspektor ganz schön viel einfacher gemacht worden sein. Bin ich mal gespannt, das Ganze auszuprobieren, wenn dann auch die finale Version draußen ist. Hier momentan kann man sich nur davon die Beta einmal herunterladen. Und in letzter Zeit gab es jetzt auch noch sehr, sehr viele Videos, die das Programm Gyroflow wirklich sehr promotet haben. Sie fanden das wirklich sehr toll. Das ist grundsätzlich eine Nachmache von der Catalyst Browse App. Das ist ein Stabilisationsprogramm, was dann aufgrund der Sensordaten, ich weiß gerade nicht mehr den genauen Namen, halt dann stabilisiert. Eine viel bessere Methode als jetzt die Standardversion von DaVinci Resolve, die das Ganze macht. Da wird das dann auf den Sensordaten stabilisiert. Das ist dann wie Magie, wenn man das einmal stabilisiert. Ich habe mir das Ganze heruntergeladen. Da gab es dann noch ein Plugin für DaVinci Resolve. Habe ich irgendwie nicht geschafft, mir das als Plugin zu installieren. Auch selbst dass die Bedienungseinleitung ist wirklich schon sehr, sehr wirklich schwierig. Da muss man sich wirklich einarbeiten. Deswegen habe ich das Ganze jetzt in dem eigenen Programm einmal ausprobiert. Ich fand das ein bisschen unübersichtlich. Gab es mehr Einstellungen einmal zum Vornehmen. Aber auch hat für mich eher nicht so gut geklappt. Das Ganze dann in Catalyst Browse nochmal geschmissen, vertraut, einfach wunderbar geklappt. Man kann da genau sehen, wie da diese Huckel sind, wie man das anpassen muss. Ich finde, Catalyst Browse ist da einfach noch besser. Welches jetzt schneller von den beiden ist, das habe ich noch nicht so ganz ausprobiert. In dem Test glaube ich, dass Gyroflow einen ganz kleinen Ticken schneller war. Aber wenn es jetzt nur so wenig besser ist, dann glaube ich, nutze ich lieber mein vertrautes Catalyst Browse und bin dann damit vollkommen zufrieden. Denn das klappt einfach Hammer. Wenn ich jetzt mal keinen Gimbal dabei habe, dann mache ich einfach ein 200stel Shutter rein, nehme dann ohne Stabilisierung auf, wirf das in deinen Catalyst Browse rein. Das sieht einfach Hammer aus. So, das war es jetzt einmal mit den Shutter News. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich verabschiede mich. Ciao.